Do you feel the vibe? Und wir sind wieder bei Kara. Willkommen bei Detroit Become Human. 5. November 2038. Selber Tag. 21.14 Uhr. Oh, er ist immer noch voll auf Droge. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Ja, sie sich direkt wieder in den Kopf reindrücken oder was? Serviere das Essen. Ah, da hinten kann ich aber noch was machen. Das schaue ich mir denn doch nochmal an, bevor ich das Essen serviere. Und denn hier, vielleicht kann ich ja auch nochmal mit Alice reden. Einschalten. Ah, okay. Licht ist eingeschaltet. Okay, mit Alice kann ich nicht hintergehen. Das hört sich immer so an, als ob er da gleich einen Orgasmus bekommt, wenn er sich da so einen Kopf reinpfeift. Mann, Mann, Mann. Okay, nach oben komme ich nicht. Ja, hier komme ich auch nicht rein. Na gut, dann muss ich das Essen wohl servieren. Es gibt Spaghetti Bolognese. Spaghetti. Es war nicht Spaghetti viel in der alla cara. Tut mir wirklich leid. Servieren. Ja, oh, da bekommt man ja glatt Hunger. Schon lustig. Hä? Mein Job hat jetzt ein Android. Kindchen zuerst. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Ja, dafür können wir ja nichts. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Kannst du jetzt noch irgendwas machen? Nee. Sie versagen nie, sind nie müde. Nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Boah, komm mal wieder runter. Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles Boah. Deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Nein. Du hast ihn nicht geschlagen. Komm oh wieder Mann, her. Arme Alice. Komm wieder her! Komm sofort hierher! Du verfluchter Klappspaten. Du verfluchter Hund. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Beweg dich nicht. Aber ich will. Aber ich. Bewege dich nicht. Ich kann jetzt meine Software umgehen oder. Anscheinend. Oh nein. Oh shit. Komm schon.
Durchbricht die Barriere. Error. Somit sind wir jetzt auch ein Abweichler. Beschütze Alice. Überzeuge Todd. Er ist einfach abgehauen. Das ist ja das Schönste. Okay, was sollen wir machen? Sollen wir Todd überzeugen oder Alice beschützen? Ah, schwierig. Ich glaube, so wirklich überzeugen können wir ihn nicht, oder? Ich meine, der ist voll auf Droge. Danke. Ja, komm. Ich gehe zu Alice. Aber vorher, ich glaube, zum Beschützen, wir haben noch die Knarre gesehen, ne? Die holen wir uns gleich mal. So. Oh, da ist er schon. Alles klar. Ich krieg dich. Lass sie in Ruhe. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Na toll. Das sollten wir beheben. Oh nein, Quicktime Events. Oh Gott. Nein, ich hab doch nach rechts gedrückt. Vorsicht, Kara! Oh, okay. Komm her, Miststück. So viel dazu. Das sieht ja nicht so gut aus. Hey! Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Oh. Oh nein. Oh, haben wir gerade den Vater erschossen? Ups. Aber ich glaube, den wird sie auch nicht vermissen. Das Einzige, was er ihr beigebracht hat, ist Angst. Nichts anderes. Ah, okay. Aber ich habe ihr Vertrauen. Dann gehen wir mal vorne raus. Dann brauchten wir den Fluchtweg aus dem Fenster ja gar nicht. Oh Mann. Das ist Todd Geschichte. Aber sie scheint uns wirklich lieb zu haben und uns wirklich zu vertrauen. Ich glaube, sie ist im Inneren auch froh, dass es so vorbei ist. Kann man immer schwer nachvollziehen. Wir befinden uns auf der Flucht. Boah! Bitte was? Wir sind frei. Okay, wow. Meine Güte. Oh, da gibt es aber viele, viele verschiedene Entscheidungen, die wir hier noch hätten treffen können. Programm knacken. Okay, das wäre denn das, wenn wir das Programm nicht geknackt hätten. Denn wenn wir in diesem... dann wäre das auch sehr schnell vorbei gewesen. Und hier... Kara wird zum Abweichler, okay... Nach oben gehen.
Okay, in dem Strang hätten wir dann versucht, Todd zu überreden, aber auch der wäre sehr abrupt geendet. 97% haben auch meinen Weg gewählt. Ja. Waffe gesehen, ein neues Zuhause, Waffe nehmen. 50% haben nur die Waffe genommen. Ah, und die meisten sind wahrscheinlich direkt zu Alice gelaufen und hätten denn hier unten noch diverse weitere Optionen gehabt. Meine Güte. Halleluja, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel noch. Alice nach Todd erreichen. Ja gut, hätten wir ja gar nicht anders machen können, weil wir uns die Waffe geschnappt haben. Somit hätten wir alles gar nicht vor Todd erreichen können. Okay. Mit Waffe drohen haben 49% gemacht. Alice verteidigen 81%. Kara tötet Todd 45. Ah, ich hätte ihn gar nicht töten müssen. Aber durch meine fehlerhafte Quicktime-Entscheidung ist er dann doch leider verstorben. Vor der Tür öffnen, 49%, ja. Okay. Na gut. Wie ist denn Alice? Immer noch zuverlässig, öffentliche Meinung skeptisch. Gut, fortfahren. 5. November 2038. Ah, wir sind wieder bei Karl und Markus. 21:42 Uhr. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durst. Mit Karl ein Trinken gehen? Stand da gerade mit Karl ein Trinken gehen? Dann machen wir das mal. Komm, Karl. Trinken wir einen zusammen. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Sind wir erstmal einen Tisch schieben? Nee. Okay. Naja. Okay. Auf uns, Karl. Karl. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Oh je. Ruf die Polizei. Detroit Police. Oh, hier das ist ging ja Karl schnell. Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Wie? Ich hab doch. Ach nee, ich hab doch gar kein Whisky. Doch, ich hab doch Whisky eingeschenkt. Ah, kann ich sonst noch irgendwas machen, bevor ich da reingehe? Ich könnte mit Karl reingehen. Na komm. Gehen wir mit Karl rein. Warum nicht? Ich glaube, es ist doch bestimmt der Sohn, oder? Leo! Ja, natürlich. Was machst du hier? Du hilfst Ich mir habe nicht, es also helfe geahnt. ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Bring Leo zum Gehen. Oh, ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Ohne brutal zu werden. Aber ich will nicht brutal werden. Argumentieren. Ich argumentiere mal. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding?
Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Das ist nicht fair. Du magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss für mich selbst entscheiden. Verteidige dich nicht. Ich darf mich nicht verteidigen. Ich will mich nicht verteidigen. Okay. Ich muss es anscheinend machen. Ich habe hier sonst keine andere Möglichkeit. Ich zerstöre die... Die Firewall kann man ja schon fast sagen, oder? Oh, stimmt. Ich habe ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts! Ich darf hier einfach nichts machen. Nein. Carl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein. Das sagt er jetzt. Oh Mann, da hätte ich mich auch verteidigen können. Das ist deine Schuld. Die Polizei. Mhm. Ohne dich wäre das nie passiert. Ja, genau, Leo. Der Android. Es war der Android. Was? Nein. What? Wie dreckig. Was für ein dreckiger Bastard. Leo hat Marcus beschuldigt. Nein. Oh Gott. Und wenn ich ihn nicht gehorcht hätte, dann wäre das alles ganz anders ausgegangen. Oh Mann. Na super. Na geil. Scheiße. Naja. 54% sind den Weg gegangen. Haben nicht gehorcht. Studio mit Carl überprüfen. Ah, okay. Ansonsten alleine überprüfen. Ja, und hier einfach nur gehorchen oder nicht. Naja. Naja, gut. Da kann man ja gar nicht so viel falsch machen. Skeptisch. Ja. Fahren wir mal fort. 6. November 2038. 0:41. Was ist passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Ich glaube, jetzt müssen wir ran. Da bin ich ja jetzt gespannt. Mal gucken. Gucken, ob ich aus dem Verschluss rauskomme. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ich habe es mir gedacht.
Erzwinge ein Geständnis. Ja, dann wollen wir mal. Ah, wir können hier noch vorher Sachen untersuchen. Das machen wir dann doch mal, bevor wir ihn hier Akten durchblättern. Na, guck an, da schalten wir ja auch noch ein paar Sachen frei. Okay. Können wir einfach nur gucken. Ja. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Das werdet ihr nie erfahren. Das werdet ihr nie erfahren. So. Den können wir auch nochmal angucken, ne? Er sitzt da ganz still, ganz ruhig. Sonst noch was? Nee, dann setzen wir uns mal. Los geht das. Analysieren. Analysieren wir ihn erstmal. DNA-Analyse, Ort des Carlos, Alter der Probe, 19 Tage getrocknetes Blut. Ja. Sonst noch was? Ah, hier. Schlagspuren, nicht kritischer Stufe 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläger. Genau. Andere Seite. Brandflecken, wiederholte Markierung über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Da hat der Typ also immer seine Zigaretten auf dem Arm des Androidens ausgedrückt. Klasse. Oh Mann. Modell HK400, Haushälter, Herstellungsdatum 29.05.2030, Eigentum von Carlos Ortiz. Prozessor-LED. Hinweise auf Software-Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Das hört sich schon gut an. Das hört sich schon gut an. Dann verhören wir ihn mal. Erfolgreich für ein Geständnis. Erreiche optimales Stresslevel. Furcht. Foto zeigen. Wunden. Foto zeigen. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen. Mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Stresslevel ist immer noch zu niedrig. Dann machen wir mal Furcht. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Okay. Nee, beschwichtigen und trösten will ich ihn ja nicht. Ich bedrohe ihn mal. Seit deiner Verhaftung hast du kein Wort gesagt. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Oh ja, sehr schön. Es geht weiter nach oben. Speicherprüfen, bedrohen, mitfühlen. Ich mach Wenn mal Speicherprüfen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Optimal! Oh, sehr schön. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, ich bin was aber genau passiert ist. Okay. Ich bin aber immer noch Warum im optimalen hast du Level. Mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich lüge mal, ich will nicht zu hoch kommen. Gefunden. Ich war nur schneller. Wären sie es gewesen, hätten sie dich sofort erschossen. Ja, sehr gut. Ich will ja im optimalen Level bleiben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Warum?
Warum? Du bist doch im optimalen Level. Wähle eine Herangehensweise. Ja. Unter Druck setzen, Speicher prüfen, überzeugen. Ich glaube, wir brauchen ihn ja gar nicht mal unter Druck zu setzen. Speicher prüfen hatten wir ja schon. Ich glaube, ich überzeuge ihn jetzt. Er ist ja im optimalen Level. Ich versuche es mal. Achso, verständnisvollen Bedrohen. Befehlen. Befehlen. Du bist eine Maschine, du musst blind gehorchen. Also gehorche! Sag mir, was passiert ist. Trüsten. Oh. Okay, gut. Dann nein, nicht. Nein. Das kümmert mich das schon. Also, ich stehe nein. nicht unter Mordverdacht, oder? Oh, Gott sei Dank. Ist immer noch. Erschrecken, warnen, beschützen. Beschützen. Ich stehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Ist wieder ein bisschen runterkommen im Stresslevel. Er quälte mich jeden Tag. Ja! Ist das das Geständnis? Ja! Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Mhm. Nehmen wir mal RA9, oder? RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Oh. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9. Wer ist RA9? Okay, da möchte er nicht drüber reden. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Und als letztes der Auslöser. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Okay, kann ich sonst nichts mehr machen? Nee, okay. Ich kann nur aufstehen. Boah, krasse Sache, krasse Sache. Also RA9 ist
Ich gehe mal davon aus, dass es eine Organisation sein wird, in der sich die Androiden zusammenschließen, um die, ja, kann man ja so sagen, um die Herrschaft zu übernehmen. Damit sie nicht mehr die Sklaven sind, sondern eher die Menschheit versklaven. Aber mit RA9 werden wir bestimmt nicht das letzte Mal zu tun gehabt haben. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Hey, lass Sie ihn. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann Eingreifen. Das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Hätte uns Hank auch geholfen, wenn wir nicht warm mit ihm geworden wären? Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Wahrscheinlich nicht. Niemand wird dir etwas antun. Ach, Gott sei Dank. Nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Oh, da habe ich noch irgendwas freigeschaltet. Die Wahrheit ist innen. Softwareinstabilität. Gestiegen. Nicht so cool. Ah, wir sind wieder durch. Geständnis. Ja, Android wurde in Zelle zurückgeschickt. Android vertraut Connor. Ah, jetzt noch drei weitere Enden gegeben. Eingreifen. Okay, da wären wir dann zu dem Ende gekommen, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Ich denke mal, dass denn das zweite Ende die Selbstzerstörung des Androiden zur Folge hat. Wo sind wir denn hier? 36%. Oh, nur 36% haben es geschafft, dass der Android Connor vertraut. Nicht schlecht. Da bin ich doch gar nicht so schlecht unterwegs. 42% überzeugen erfolgreich. Haben auch weniger als die Hälfte geschafft. Android gesteht. Aber das haben wiederum wieder mehr als die Hälfte geschafft. Naja, okay. Überzeugen, 67%. Ah, haben auch die meisten gewählt hier. Stresslevel analysieren, wurde analysiert. Fotos ansehen, Androiden analysieren. Verdächtigen gefunden in Partner. Ah, okay, weil Hank mit uns warm geworden ist durch das Verhör. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, Hank, warm. Softwareinstabilität? Fragezeichen. Aber nur noch 3 Fragezeichen. Standen da vorher nicht 4 oder 5 Fragezeichen? War das nicht so? Na gut. Aber dann beenden wir hier das Ganze für heute mal wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich denke mal, dann wird es wieder mit Kara weitergehen. Mit Kara oder Markus. Markus, ein von beiden. Eventuell auch direkt mit Connor weiter. Wir werden es sehen. Seid gespannt und vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, euer Boriak. Raindrops, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. I can't fucking on your bitch, yeah, that.